Was ich hier gerade noch mal in der Beschreibung gelesen habe. Ja, benutzen Sie oder verwenden Sie die Mehrzweckaxt nicht, wenn Sie unkonzentriert sind. Oh weia, das trifft ja auf die meisten den ganzen Tag zu. Oder wenn Sie Alkohol, oh je, also beim Camping fällt es auch schon mal flach, oder Tabletten zu sich genommen haben. Ja, wann kann man das Ding jetzt überhaupt noch benutzen? Das klammert ja so ziemlich alles aus. Also. Chips. Jo, Freunde des Messersammelns. Heute mal wieder etwas unter der Rubrik wahrscheinlich großer Mist. Ja, nur für euch habe ich mich in Unkosten gestürzt, bin mit dem Fahrrad viele Kilometer gefahren, um zu einem Norma-Markt zu gelangen und habe dort etwas gekauft. Das ist das. Was mich dabei, naja, so ein bisschen getäuscht hat, war hier oben dieser reißerische Artikel hier, diese Überschrift Axt. Ich zeige mal, wie eine Axt aussieht. Das ist eine Axt. Ist auch eine Mehrzweck-Axt. Man kann bei der Zombie-Apokalypse jemanden damit einen Schädel einschlagen. Man kann beim Zombie-Apokalypsen-Überfall damit eine Tür einprügeln. Also das ist auch ein Mehrzweckgerät. Gut. Na, jedenfalls haben wir dann hier das gute Teil. Also, wie gesagt, ich habe die Werbung gesehen und habe mir etwas, wenigstens so ein Teil vorgestellt. Aber das ist ja keine Axt, das ist ja mehr so Kubotan. Keine Ahnung, irgend sowas. Also, wir werden es jetzt mal öffnen. Messer immer noch nicht in der Beschreibung. Der Kameramann schafft das nicht. Ich habe jetzt mal eine Ausrede gefunden. Also, wir schlitzen das jetzt mal hier auf. Ideal für Camping, Auto, tralala. Aha, man kann damit schneiden, mit irgendwas klein hacken. Na, ich bin ja mal gespannt. Machen wir erstmal auf. Jemand hat das gute Teil bloß 6,99 € gekostet. Naja, da habe ich mir gedacht, das nehme ich mit. Ach so, was ich damals noch mitgenommen habe, das ist ja so eine Magnetschalen. Gab es zwei Stück, auch, ich glaube 6,99 €. Also, wenn ihr sowas mal seht, das könnt ihr wirklich mitnehmen. Wieder Magnet, ne? Das kann man auch auf dem Werktisch irgendwo oder auf dem Regal befestigen. Und Kleinzeug, wozu verlässlich da festgehalten. Also sowas kann man da gut kaufen. So, holen wir das mal raus, das gute Teil. Outdoor. Naja, bei der nächsten Expedition habe ich gedacht, kann man das dann mitnehmen. Also totschleppen wird man sich mit so einem kleinen Teil natürlich nicht. Mann, die Verpackungen sind doch immer schlimm. So, holen wir mal raus, das gute Stück. Nylon, sehr dünn. Gut. Oh je. Ja. Also, die Schneide, die scheint wirklich ein bisschen scharf zu sein. Ja, ich sag mal so, es ist ja kein Messer, ne? Oi doch, oi. Ich bin jetzt echt überrascht. Das ist ja hier so etwas stärkeres Papier. Und wenn man das Ding gekonnt ansetzt, zack, kann man damit wirklich was schlitzen, also das kann es zumindest. Da wollen wir jetzt mal nicht meckern. Tasche, Klettverschluss, ganz normal. Was ist hier drin? Beschreibung. Man kann das Ding dann lustigerweise am Gürtel befestigen und kein Gesetzeshüter wird da irgendwas dagegen sagen können, weil das Ding ist ja so winzig klein. Der Achskopf ist bloß angenietet mit ziemlich großen Nieten. Das, naja. Ich glaube, ich habe da schon Fotos gesehen, wo das dann mit Gewalt abgeknickt war. Naja. Ich will mal dazu sagen. Also wie gesagt, im frühen Mittelalter gab es kleine Wurfäxte. Sogenannt, das hieß dann Franziska. Daher kommt auch der Name, der Vorname. Das waren so kleine Wurfäxte. Na, kann man sich ja mal im Internet schlau machen. Na, jedenfalls, wenigstens dafür könnte man es wahrscheinlich nehmen zum Werfen. Was ich hier gerade nochmal in der Beschreibung gelesen habe. Ja, benutzen Sie oder verwenden Sie die Mehrzweckaxt nicht, wenn Sie unkonzentriert sind. Oh weia, das trifft ja auf die meisten den ganzen Tag zu. Oder wenn Sie Alkohol, oh je, also beim Camping fällt es auch schon mal flach, oder Tabletten zu sich genommen haben. Ja, wann kann man das Ding jetzt überhaupt noch benutzen? Das klammert ja so ziemlich alles aus. Also wenn man abends lustig auf einer Party ein paar Tabletten eingeworfen hat, darf man sich damit nicht den Weg freihauen nach Hause. Das ist verboten. So. Hässlicher Aufkleber noch hier auf der Seite drauf. Bestimmt irgendwie chinesische Warnhinweise.
E-Mail, irgendwas. Aber das mit dem eingepassten Holz hier oben sieht ja schon mal ganz putzig aus. Na, klappen wir es mal hier auseinander. Hier ist ein sogenannter Nagelhieb. Aber da bricht man sich immer die Fingernägel. Wenn man. Oh. Also da müssen die Chinesen noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ne? Flaschenöffner? Wer braucht an so einem Gerät einen Flaschenöffner, wenn man das dann einfach so machen kann? Also da brauche ich nicht noch einen Flaschenöffner extra. Das ist ja egal. Weiter geht's im Text. Eine riesen Nagelfeile. Oh, die ist so rau, da kann man ja bestimmt einen Zaun durchfeilen, wenn man sich in die Freiheit nagen möchte. Ne? Die ist wirklich, also die geht. Also hier, zack, Fingernagel fast ab. Das hier oben ist das obligatorische Zentimeter-Maß-Dingens, wenn man mal gucken will, ob der Fisch groß genug ist. Also ich muss mal dazu sagen, also wir früher haben jeden Fisch mitgenommen, egal wie groß er war, weil wenn ich mir schon die Mühe mache, den rausangle, kann ich ihn doch hinterher nicht nochmal reinschmeißen, dann kommt er gleich in die Pfanne. Aber heutzutage ist das natürlich alles verboten. So, jetzt haben wir hier noch eine schöne Säge. Die ist mit verschränkten Zähnen, also doppelt versetzt, sehr scharf. Ich habe jetzt gerade einen Stier aus Holz, aber ich sage mal so, am Finger ist es schon sehr scharf. Also, wenn man mal in einem Gefängnis eingesperrt sein sollte, wo die Gitterstäbe aus Holz sind, kann man sich damit dann in die Freiheit schneiden. Das funktioniert also auch. Oh, die ist scharf. So, das war es eigentlich schon. Ja, ach, die Messerklinge noch. Für die Zombie-Apokalypse? Also, man kann also sozusagen hinten mit dem Beilchen schlagen, vorne mit dem Messer stechen. Also ein sogenanntes Zwei-Seiten-Kampfgerät. Sehr futuristisch. Also damit kann man dann bei der Zombie-Apokalypse sich den Weg freischneiden. Natürlich muss vorher der Schutz entfernt werden. Dann schneidet es erst. Ja, gut, okay. Also passt auf, dass euch das Messer dann nicht dabei selber in den Bauch rammt. Ja, und Klinge? Ja, Schnitttest obligatorisch. Kameramann, sind die 10 Minuten schon voll? Können wir doppelt Werbung schalten? Nein, er verneint. Der Kameramann ist wieder mal so ungesprächig heute. So. Oh. Also ich würde mal sagen, das Ding ist stumpf. Da müssen die Chinesen noch ein bisschen nachbessern. Jo. Wie gesagt, hier hinten ein Hammerkopf. Das hier vorne ist für große Muttern. Also wenn ihr irgendwelche riesigen Muttern an eurem Fahrrad dran habt, könnt ihr dabei wahrscheinlich lösen und euch gleichzeitig beim Abrutschen damit in die Hand reinrammen. Wozu braucht man so ein Teil noch? Ich weiß nicht. Was macht ihr damit? Bitte in die Kommentare. Also außer für die Zombie-Apokalypse ist das Ding, glaube ich, nicht so großartig zu verwenden. Feuerholz machen dürfte damit schwer werden. Werfen, das könnte funktionieren bei entsprechendem Interesse. Würden wir das sogar mal testen? Melone zum Beispiel fällt mir da ein. Kameramann freut sich schon. Er mag Melonenvideos. Gut, das war's, Freunde. Tschüss.